Also meine Damen und Herren, wir haben das letzte Mal das vektorielle Produkt zweier Vektoren eingeführt und Sie haben gesehen, wir haben das mit Hilfe des Epsilon-Tensors gemacht, was schon zeigt, dass diese Definition mit einem gewissen Makel behaftet ist, nämlich dem, dass wenn man zwei polare wirkliche Vektoren miteinander vektoriell multipliziert, kommt ein Pseudovektor, ein Axialvektor heraus. Diese Eigenschaft macht das vektorielle Produkt sehr speziell. Außerdem möchte ich noch einmal betonen, das vektorielle Produkt, so wie wir es jetzt festgelegt haben, ist nur im dreidimensionalen Raum überhaupt so definiert. Aber nachdem wir in einem dreidimensionalen Raum unserer Anschauung leben, ist es dafür gerade gut geeignet. Und wir haben also gesehen, dass die Dinge, die Sie schon wissen vom vektorellen Produkt, auch alle erfüllt sind. Also einerseits, dass der Vektor des vektorellen Produktes immer senkrecht steht auf jeden der beiden Faktorvektoren. Also damit steht der Vektor senkrecht auf Ebene, die von den beiden Vektoren A und B aufgespannt wird. Und dann haben wir auch gesehen, dass das auch stimmt, nämlich, dass die Länge des Vektors, des vektorellen Produktes betragsmäßig gleich ist der Fläche des Parallelogramms, das von den beiden Vektoren A und B aufgespannt wird. Aber dann ist also jetzt noch, was die Orientierung dazu betrifft, da kommt eben diese Pseudogeschichte hinein, noch dazugekommen, und das bitte ich Sie auch, sich zu merken, dass also die Vektoren A, B und A Kreuz B in der Reihenfolge so aufeinander folgen wie die Basisvektoren. Also wenn man sich in einem Rechtssystem befindet, also ein Rechtssystem als Basisvektoren verwendet, dann muss das auch mit der rechten Hand geschehen. A, B und A Kreuz B. Während wenn man ein Linksystem hat und baut wieder A und B, A und B, dann schaut A Kreuz B in die Gegenrichtung. Was eben dann die Eigenschaft mit sich bringt, dass eben dieser Produktvektor ein Axialvektor ist, wenn die Vektoren A und B polare Vektoren sind. Also diese Regel, finde ich, ist recht einfach. Man orientiert sich nach der Wahl des Basisvektorsystems. In vielen Fällen, oft unausgesprochen, beschränkt man sich halt dann auf ein Rechtsbasisvektorsystem, und in dem Fall ist dann eben die rechte Hand zu verwenden für dieses A, B und A Kreuz B. Und aufgrund dieser Tatsache gibt es also insbesondere in der Elektrodynamik diese verschiedenartigen rechte Handregeln, immer dann, wenn irgendwo ein magnetischer Feldvektor involviert ist. Das liegt daran, das ist nicht so, dass die Natur rechtslastig ist, sondern man kann das Ganze auch in einem Linksbasisvektorsystem betrachten, dann klappt der B-Vektor um und alles stimmt mit einer linken Handregel. Also das ist durchaus symmetrisch, nur muss man sich eben darüber im Klaren sein, wie die Dinge zusammenhängen. Bevor wir jetzt noch kurz über ein paar Eigenschaften des vektorellen Produktes sprechen, möchte ich schon noch erwähnen, wo also in der Anwendung dieses vektorielle Produkt wichtig ist. Und da möchte ich also insbesondere erwähnen, in der Mechanik, den einmal schon erwähnten Winkelgeschwindigkeitsvektor. Ich möchte das also hier noch einmal zusammenfassen. Anwendungen in der Physik. Und da haben wir einmal den Winkelgeschwindigkeitsvektor. Und da ist es so, bei der Kreisbewegung etwa, wenn sich ein Körper, ein Massenpunkt, mit einer gewissen Winkelgeschwindigkeit längs eines Kreises bewegt, dann ist der Winkelgeschwindigkeitsvektor, das hatten wir schon definiert,
festgelegt dadurch, dass er, dieser Vektor, parallel zur Drehachse ist, also senkrecht auf die Kreisebene steht, dass die Länge dieses Winkelgeschwindigkeitsvektors eben gerade die Winkelgeschwindigkeit bei dieser Kreisbewegung beschreibt. Also das ist der Winkel, der vom Radiusvektor pro Zeiteinheit überstrichen wird. Winkel pro Zeiteinheit. Einheit Sekunde hoch minus 1. Und dann kommt die Orientierung dazu. Und da hat man es also schon wieder. Da hat man wieder diesen pseudo- oder axialen Charakter zu berücksichtigen. Und da verwendet man auch am besten eine Handregel, wenn man irgendeine Drehbewegung vor sich hat und man befindet sich in einem Rechtssystem, dann legt man diese vier Finger in der Richtung der Drehung und so zeigt der Winkelgeschwindigkeitsvektor. Die gleiche Drehung, physikalisch kein Unterschied, bei Wahl eines Linksbasisvektorsystems, bedeutet dann, dass der Winkelgeschwindigkeitsvektor nach unten zeigt. Führt man also eine sogenannte Spiegelungstransformation durch, wo man also von einem Rechtssystem in ein Linkssystem transformiert, das ist eine solche, wo die Determinante der Transformationsmatrix negativ ist, kleiner 0, dann klappt der Winkelgeschwindigkeitsvektor in die Gegenrichtung um. Der Drehung ist das aber reichlich egal. Dieses Ringelspiel dreht sich, dreht sich so und so in gleicher Weise, aber der diese Drehbewegung symbolisierende, beschreibende Winkelgeschwindigkeitsvektor zeigt dann in der Gegenrichtung. Man muss also immer dazu sagen in solchen Fällen, in was für einer Art von Basisvektorsystem man sich befindet, dann kann man erst eindeutig diese Zuordnung herstellen. Wenn die aber eindeutig hergestellt ist, dann ist es sehr praktisch, weil dann nämlich eben durch Angabe des Winkelgeschwindigkeitsvektors nicht nur die Drehachse und die Winkelgeschwindigkeit, sondern auch der Orientierungssinn, der Drehsinn vorgegeben werden kann. Also ein Winkelgeschwindigkeitsvektor beschreibt in allen notwendigen Details die Drehbewegung, die Kreisbewegung eines Massenpunktes. Also wenn man diese Kreisbewegung betrachtet, dann ist also dieser Winkelgeschwindigkeitsvektor Omega entscheidend und die Geschwindigkeit des Massenpunktes. So. Die Geschwindigkeit dieses Massenpunktes, wenn der da so sich bewegt längs dieses Kreises, dieser Geschwindigkeitsvektor ist dann gegeben, wie sich zeigt, als Omega Kreuz R, wobei R der Ortsvektor dieses Massenpunktes M ist und V der Geschwindigkeitsvektor und Omega der Winkelgeschwindigkeitsvektor, den man dann da hier auch noch einmal so ansetzen kann und dann hat man R Phi, das ist so schlecht, gehen wir da her, R Phi Omega Kreuz R, den müssen wir auch da noch einmal ansetzen, ist dann gerade der Winkel, der Geschwindigkeitsvektor V Phi dieser Bahngeschwindigkeit ausgedrückt durch den Winkelgeschwindigkeitsvektor und den Ortsvektor, also Omega Kreuz R. Und da ist also wichtig, sich klarzumachen, in dieser Beziehung ist Omega ein Axialvektor. Axialvektor, vektorell multipliziert mit einem polaren Vektor, ergibt wieder einen polaren Vektor. Der Geschwindigkeitsvektor, der darf nicht umklappen, wenn man zu einer Spiegelungstransformation geht, da würde man ja die physikalische Situation ändern. Das ist natürlich nicht sinnvoll, denn man betrachtet eine bestimmte Kreisbewegung und es kommt halt darauf an, in welchem Bezugssystem, in welchem Basisvektorsystem man sie betrachtet. Und da hängt es halt davon ab, wohin dieser Omega-Vektor zeigt. In einem Rechtssystem sieht man ganz deutlich, das zeigt ja da so nach vor, dieser Vektor. Das heißt, das liegt dann so und daher zeigt der Omega-Vektor hinauf für ein Rechtssystem. Schaut das so aus. Wenn man die gleiche Drehung für ein Linkssystem macht,
dann bleibt der Ortsvektor, was er ist, der Geschwindigkeitsvektor, was er ist, aber der Omega-Vektor zeigt in die Gegenrichtung. Wenn man aber gleichzeitig dann die linke Hand für dieses vektorielle Produkt betrachtet, bleibt wieder alles richtig. Ich glaube, Sie verstehen, was ich meine. Gibt es da diesbezüglich Unklarheiten? Nicht. Das ist das eine. Und das andere ist, was vielleicht auch jetzt schon wichtig ist für Sie zu sehen, in der Elektrodynamik, die sogenannte Lorentzkraft. Das ist die Kraft auf eine bewegte elektrische Ladung in einem elektromagnetischen Feld. Das elektromagnetische Feld wird festgelegt ganz einfach durch einen elektrischen Feldvektor und einen magnetischen Feldvektor. Da verwendet man meistens die magnetische Induktivität. Also Induktion. Also wir haben den elektrischen Feldstärkevektor und B die magnetische Flussdichte, auch oft Induktion genannt. Und die Kraft auf eine Punktladung mit Ladung Q in einem solchen elektromagnetischen Feld ist gegeben als Q mal E plus Q mal V Kreuz B. Wobei V die Geschwindigkeit dieser Punktladung ist. Wenn man eine ruhende Ladung in einem solchen elektromagnetischen Feld betrachtet, dann fällt der ganze zweite Term weg, weil die Geschwindigkeit dann Null ist. Dann steht einfach da, die Kraft ist Ladung mal Feldstärke. Ganz einfach. Hingegen, wenn man auch einen magnetischen Feldanteil hat, dann kommt dieser zweite Term hinzu und der ist ein bisschen komplizierter. Der sagt also dann aus, dass die Kraft auf diese Ladung Q mit Geschwindigkeit V sowohl senkrecht auf die Geschwindigkeit ist, wird also seitlich abgelenkt, als auch senkrecht auf das wirkende magnetische Feld. Und das wird in der Weise dargestellt, und wenn Sie sich das jetzt aufmerksam anschauen, eine ganz wichtige Grundformel der Elektrodynamik, die Lorentzkraft, dann sehen Sie, in dem ersten Term ist alles paletti, weil die Kraft ist naturgemäß ein polarer Vektor, die kann sich ja nicht einfach in die Gegenrichtung drehen, sonst würde ja die physikalische Situation verfälscht werden. Die Ladung ist auch ein Skalar, also Kraft, Feldstärke, Ladung, das passt alles zusammen, lauter polare Vektoren und ein Skalar. Während wir haben wir jetzt die Kraft nach wie vor als polarer Vektor, die Ladung, das Skalar. Die Geschwindigkeit ist auch ein polarer Vektor. Die kann ich nicht so wenig wie da oben, kann die einfach umklappen. Diese Ladung hat eine gewisse Geschwindigkeit, egal ob man sich in einem Rechts- oder einem Linkssystem befindet. Aber V Kreuz B muss ein polarer Vektor sein. Da bleibt gar nichts anderes über, als dass B ein axialer Vektor ist. Die Feldstärke ist also polar, die Flussdichte ist axial. Mit ganz merkwürdigen Auswirkungen. Weil man kennt doch das bei einem Eisenstück, das so magnetisiert ist, ein Permanentmagnet, da gibt es einen Nordpol und einen Südpol. Und da gehen also vom Nordpol dann die magnetischen Feldlinien aus bis zum Südpol, so sagt man das. Hingegen, wenn Sie diesen selben Magneten
einfach weiter betrachten, aber jetzt bei der Betrachtung nicht sein Rechtssystem, sondern ein Linkssystem betrachten, dann wird aus dem Nordpol ein Südpol und aus dem Südpol ein Nordpol. Das Feld geht in der anderen Richtung, aber gleichzeitig müssen Sie alles auf linke Handregeln umstellen. Und alles stimmt wieder. Nur oft macht man das so bei diesen Permanentmagneten, dass man die Seite, was halt der Nordpol ist, blau anmalt. Nicht? Aber wenn man da jetzt in ein Linksystem geht, muss man das weg tun und die andere Seite blau anmalen. Nicht? Also da zeigt sich, dass das eben gar nicht so ohne weiteres zu machen geht. Das liegt eben an der Wahl des entsprechenden Basisvektorsystems. Und insoweit ist es schon ein ganz wesentlicher Unterschied, dass dieser B-Vektor diese Axialeigenschaft aufweist, also umklappt, wenn man eine Spiegelungstransformation durchführt, während der E-Vektor das nicht tut. Eine Erklärung, die das alles schön zusammenfügt, das gibt es dann erst in der vierdimensionalen Darstellung der Elektrodynamik. Das werden Sie sicher im Zyklus theoretische Physik lernen. Sie werden sehen, dass das wirklich super elegant ist. Aber freuen Sie sich schon drauf. Das machen wir jetzt hier nicht, aber Sie werden dann zu gegebener Zeit wieder darauf zurückkommen. In Ihrer jetzigen Phase Ihres Studiums halte ich es für wichtig, dass vor allem diese doch recht anschaulichen Begriffe, wie diese zwei Feldvektoren für die Elektrodynamik, das kommt ja dann im Sommersemester noch näher dran, in der Grundvorlesung, dass die physikalisch gut verstanden werden und die zugehörigen Maxwell-Gleichungen. Dass man das dann noch in so ein elegantes vierdimensionales Kleid hinein verpacken kann, sozusagen. Das ist natürlich besonders schön. Aber wenn man die unmittelbare physikalisch relevante Interpretation nicht bei der Hand hat und gleich mit der vierdimensionalen Darstellung der Elektrodynamik konfrontiert würde, würde wohl einiges an physikalischem Verständnis verloren gehen. Also das zwei kleine Beispiele, die zeigen, dass diese Dinge in der Physik sehr, sehr wichtig sind. Und jetzt machen wir also noch Eigenschaften. Einfache Eigenschaften. Und da wollen wir zunächst einmal schauen, ist das vektorelle Produkt kommutativ oder nicht? Rechnen wir uns aus, B Kreuz A, die i-te Komponente. Das ist also Epsilon I G K B J A K. Und das formen wir um. Wir können ja beliebig da die Reihenfolge der Faktoren verändern. Das sind ja alles einfach nur Zahlen, nämlich die einzelnen Komponenten, die da stehen. Und nachdem das Produkt von reellen Zahlen kommutativ ist, können wir ruhig umdrehen. Also schreiben wir Epsilon I J K A K B J. Und jetzt werden wir dort die zwei Indizes J und K miteinander vertauschen. Nachdem der Epsilon-Tensor ein vollständig antisymmetrischer Tensor ist, bedeutet das ein Minus vor der Komponente. So ist es Minus Epsilon I K J A K B J. Und damit das Ganze besonders übersichtlich ist, wollen wir jetzt noch die Indizes K und J umbezeichnen. Den Index K nennen wir jetzt J, den Index J nennen wir jetzt K. Völlig egal, es handelt sich ja um Summationsindizes. Es geht immer von 1 bis zur Dimensionszahl, also in dem Fall bis 3. Also kriegen wir minus Epsilon I. Statt K kommt J, statt J kommt K, statt K kommt J, statt J kommt K. Es steht da minus Epsilon IJK AJBK
Und das ist einfach gleich minus A Kreuz B, die i-te Komponente. Minus, und dann ist das die ganz normale Definition des Kreuzproduktes A Kreuz B. Also Sie sehen ganz einfach, aufgrund dieser Antisymmetrie des Epsilon-Tensors handeln wir uns hier das negative Vorzeichen ein. Und wenn man das dann wieder so durchführt, dann kommt natürlich ganz klarerweise heraus, dass dieses vektorelle Produkt nicht kommutativ, sondern antikommutativ ist. Das kommt daher, dass der Epsilon-Tensor nicht symmetrisch, sondern antisymmetrisch ist. Während Sie sich erinnern werden, der Metriktensor GIG, der ist symmetrisch. Daher ist auch das Skalarprodukt symmetrisch. A mal B gleich B mal A. Ich glaube, dass das hier sehr deutlich sichtbar ist. Also das vektorielle Produkt ist antikommutativ. Und es gilt also B kreuz A ist gleich minus A kreuz B. Sie können bei der Gleichung erste Zeile, letzte Zeile jetzt dann den Index weglassen und das auch in einer indexfreien Schreibweise aufschreiben. B kreuz A ist gleich minus A kreuz B. Na, was wird denn dann A kreuz A sein? A kreuz A muss gleich minus A kreuz A sein. Daher 0, ganz einfach. Also A kreuz A ist ein Nullvektor. Na, das ist ja auch verständlich. Wir haben ja gesagt, der Betrag des vektorellen Produktes ist die Fläche des Parallelogramms, das von beiden Faktoren eingeschlossen wird, aufgespannt wird. Wenn die beiden derselbe Vektor sind, dann klappt dieses Parallelogramm auf eine Linie, deren Fläche natürlich dann 0 ist. Also daher muss sich das sofort ergeben. Und dann kriegt man noch ein paar so Sachen. Also ich schreibe zumindest einmal eine Distributivität auf A Kreuz B plus C ist gleich A Kreuz B plus A Kreuz C. Also sonst funktioniert alles ganz normal, aber man muss auf die Antikommutativität aufpassen. Aber dann gibt es noch ein paar lustige Sachen, die ich Ihnen zumindest in einem Beispiel einmal vorführen möchte. Und damit werden Sie gleich sehen, was für ein mächtiges Werkzeug Sie inzwischen jetzt schon in die Hand bekommen haben. Mit dieser Tensorrechnung und mit der Indexschreibweise. Nämlich, man kann also dann auch sogenannte höhere Vektorprodukte betrachten. Und da gibt es verschiedene. Die Formelsammlungen sind voll davon, schauen alle recht rätselhaft aus und man wundert sich, wie es dazu kommt. Für Sie ist das jetzt nicht mehr zu verwundern. Sie wissen das sofort und ich führe es Ihnen an einem Beispiel vor. Sie können dann verschiedene andere Beispiele sich selbst überlegen. Also nehmen wir zum Beispiel hier A kreuz B, Skalar multipliziert mit C kreuz D. Solche Dinge kommen in der physikalischen Anwendung tatsächlich gelegentlich vor. Und da rentiert sich dann, wenn man solche höhere Vektorprodukte derart umformt, dass am Schluss nicht mehrere Produkte in sich geschachtelt überbleiben, sondern dass einfacher berechnet werden kann. Na hier, und das muss man generell machen, wenn man derartige höhere Produkte berechnen möchte, muss man sich zunächst einmal anschauen, was kriege ich denn da eigentlich? Denn was haben wir da? A kreuz B ist natürlich wieder ein Vektor, ein Axialvektor. C kreuz D ebenso. Aber der Vektor Skalar mit dem Vektor ergibt einen Skalar. Also es bleibt kein freier Index stehen. Hier steht eine Zahl. Daher braucht man da gar keinen Index dazu schreiben.
sondern wir müssen nur einfach, ganz wie wir das jetzt schon kennen aus der Tensorrechnung, das in die Indexschreibweise übertragen. Naja, da haben wir einmal das Skalarprodukt zweier Vektoren. Das können wir doch schreiben, das wissen Sie inzwischen, als erster Vektor unten i mal zweiter Vektor oben i. Also a Skalar mit b ist a unten i, b oben. Das ergibt sich aus diesem GIJ, AI, BJ, wo man dann einen Index herunterzieht mit dem Metriktensor. Das ist Ihnen schon bekannt. Und wenn nicht, können Sie es nachschauen. Das brauche ich jetzt nicht näher erläutern. Also schreibe ich es aber langsam auf als a Kreuz b unten i mal c Kreuz d oben i. Ja? Das ist das Skalarprodukt dieses Vektors mit diesem Vektor. Das ist ja jeweils eine vektorielle Größe. Und es bleibt auch tatsächlich kein freier Index stehen, sondern nur dieses i, über was da hier summiert wird. Und das müssen wir jetzt natürlich in die Tat umsetzen. Also die i-te Komponente von a kreuz b, Kovariant, epsilon unten i je k, a je b k. Über j und k wird summiert, i ist der freie Index. Und jetzt mal b, da haben wir wieder ein epsilon, aber jetzt steht der Index oben, epsilon oben i, da wird über den Index summiert. Jetzt können Sie aber nicht mehr je k schreiben, weil das haben wir schon verbraucht in diesem Produkt. Daher nehmen wir zwei andere, was kommt noch je und k, also noch i und je, k haben wir auch, i, je, k, l, m. I, l, m. Also je k l m und jetzt steht dann wieder weiter c l d n. So, Zwischenfrage. Ist das jedem und jeder von Ihnen hier klar oder gibt es da eine Unklarheit dabei? Ehrlich, sagen Sie es. Ist ja neu für Sie. Kann Ihnen ruhig was nicht klar sein. Na gut, ist Ihnen also klar. Freut mich. Schauen Sie an, was da steht. Über i wird hier summiert. Über je da, über k da, über l da, über m da, lauter unterschiedliche Indizes, nichts spießt sich, so geht das. Diese zweite Zeile habe ich jetzt nur Ihnen zuliebe jetzt so hergeschrieben. Wenn man das dann ein bisschen besser kann, dann weiß man das schon und kann das von vornherein gleich so übersetzen. Man schaut ja nichts, wenn man es einmal so hinschreibt. Und jetzt, damit wir weiterkommen, was könnte man da eventuell jetzt tun, wo wir dieses Produkt haben? Fällt Ihnen da irgendwas auf, wo man vielleicht was machen könnte? Wir haben da gar nicht so lange schon die Überschriebungen von Epsilon-Tensoren kennengelernt. Da kommt jetzt eine vor. Und damit das jetzt wieder schön anschaulich für Sie ist, mache ich jetzt wieder eine zusätzliche Zeile. Indem ich da einfach hier schreibe, den ziehe ich nach vor, den Epsilon-Tensor. Haben wir Epsilon i je k, Epsilon i l m und sonst alles wie gehabt. Wie schon mehrfach gesagt, richtig abschreiben ist die Devise. Also a um je, b k, c l, b m. Jetzt schauen Sie doch, hier wird über i summiert und für diese Größe ist je k, l, m freie Indizes. Das wird erst da hinten dann aufsummiert. Also müssen wir das jetzt umformen. Und da habe ich Ihnen eine Formel erzählt und dazu gesagt, merken Sie sich die. Sonst sage ich das selten, weil das ist ja das Schöne an der Physik und auch der Mathematik, dass man sich keine Sachen auswendig merken braucht. Aber diese eine zentrale Überschiebungsformel, wenn man die hat, hat man also daraus gleich eine Vielzahl von Ergebnissen. Das heißt, die könnte man sich merken. Und Sie erinnern sich vielleicht noch, wie das war. Da haben wir also je nach L und k nach m, da zwei so Linien gehabt. Und wenn ich da jetzt noch was Rotes finde, schauen wir. Überquer ist dann von j nach m und von k nach l. Und jetzt, nachdem wir das haben, bitte möge mir jemand diktieren, was diese Überschiebung jetzt mit Hilfe von
Kronecker-Deltas ergibt. Wissen Sie das noch? Delta J, A, J, A, Delta K, M, H, M, Minus. Minus. Sonst wäre es ja nicht wurscht. Delta J, M, Delta K, M. Genau. Delta J L Delta K M minus Delta J N Delta K L. Irgendwelche Unklarheiten? Das kann man, finde ich, wirklich so verstehen. Also statt dieser zwei Epsilon-Tensoren, die damit über den Index I überschoben sind, habe ich diese Klammer aufgeschrieben. Und jetzt muss man natürlich wieder aufschreiben. Also A J B K. Und da unten C, L, D, N. Jetzt kommt hinein multiplizieren. Also diesen Term mal diesen, minus diesen Term mal diesen. Und wenn man das muss ich jetzt nicht im Einzelnen aufschreiben, das sehen Sie. Jetzt kommt natürlich, wenn man da mit Kronecker-Delta das überschiebt, da wird zum Beispiel hier über J summiert, da wird über K summiert, dann ergibt sich eine, braucht man eine Regel, nämlich die Regel von, wenn man mit einem Kronecker-Delta überschiebt, Regel von Austausch der Indizes. Genau. Und das bedeutet jetzt, Delta J L A J. Nur für J gleich L steht ja da überhaupt, was ungleich 0 ist. Daher bleibt über A, L. Delta J, L, A, J kommt statt J, L. Dann Delta K, M, B, K kommt B, M. Und was noch nicht vorgekommen ist, bleibt aber auch da, C, L, D, N. Minus. Und jetzt dieselbe Geschichte noch einmal. Delta J M, na schauen wir einmal. Aber wieder das hernehmen wir mal wieder. Delta J M A J ist A M. Delta K L B K ist B L. Was bleibt? Das C L D M. Na, das ist ein schönes Durcheinander. Wenn Sie sich das jetzt anschauen, was habe ich denn da jetzt gewonnen? Ja, und da muss man heute halt jetzt wieder einmal die Methode des kontinuierlichen Anstarrens verwenden. Anschauen, was steht da. Na, da kommt doch zum Beispiel vor ALCL. Was ist denn ALCL? Wie kann man das jetzt in eine vektorielle Form umsetzen? Skalarprodukt. Das ist A Skalar mit C. Und dann hast du BMDM. Haben Sie es wieder? B Skalar mit B. Und jetzt kommt Minus. Jetzt steht da AMDM. A Skalar mit B. Mal BLCL. B ist Skalar mit C und die Formel ist fertig. A Kreuz B Skalar mit C Kreuz D ist ACBD minus ADBC. Und viel einfacher zu berechnen, da brauchen Sie überhaupt kein vektorielles Produkt mehr, während Sie dann oben zwei vektorielle Produkte noch drinnen stehen haben. Das ist also die wesentlich einfachere Formel. Und derartige Formeln sind in der Physik an verschiedenen Stellen durchaus wichtig zu wissen. Also, dass das gleich denkt. Und ich glaube, Sie haben gesehen, alles worauf es ankam, ist strikt und einfach nach den Regeln
der Indexschreibweise vorzugehen. Jetzt frage ich Sie wirklich ganz Hand aufs Herz. Ist da jetzt irgendwas drin, was für Sie jetzt offen geblieben ist, sozusagen? Was unklar war? Was Sie nicht verstehen? Sagen Sie mir es bitte. Dafür sind wir da, dass ich Ihnen das erkläre. Sie sollen nicht da rausgehen und Sie denken, naja, das habe ich eigentlich nicht verstanden, aber wird schon stimmen. Davon haben Sie ja nichts. Bitte. Gibt es jetzt nur in einem Orthonormalsystem, oder? Nein, ganz generell. Nur dreidimensional. Wieso können wir dann sagen, dass das A, M, D, M beispielsweise das Skalarprodukt ist, fehlt da nicht noch der Metriktensor? Ich danke Ihnen, dass Sie solche Fragen stellen, weil ich gehe davon aus, Sie sind nicht der Einzige, der vielleicht solche Überlegungen hat. Wir hatten A Skalar mit B. Und da sind wir schon sehr frühzeitig in dem Semester draufgekommen, das ist gleich DIJ. A-I, B-J. So sind wir auf die Definition des Metriktensors gekommen. Diese G-I-J waren die Skalarprodukte von G-I-Pfeil und G-J-Pfeil, wobei G-I und G-J, das sind alles die Basisvektoren. Ist das klar? Und jetzt kann man hier natürlich, und das geht alles weiterhin völlig allgemein, die Regel vom Herunterziehen eines Index hernehmen. Da betrachten wir dieses Produkt. Da haben wir G, G, A, I. Und das zieht den Index I herunter und macht ein J daraus. A, G. G, G, A, I ist A und G. Das hatten wir uns alles genau abgeleitet im Zuge dieses Wintersemesters. Und das B, G bleibt stehen. Und hier steht es schon. Das heißt, ein Skalarprodukt, zwei Vektoren, lässt sich ganz allgemein so schreiben. Und jetzt sagen Sie natürlich, das ist doch nur richtig für ein orthonormiertes. Sie müssen darauf achten, dass das Kovariante und das Kontravariante Komponenten sind. Das ist nicht dasselbe. Für den Fall eines Orthonormalsystems fällt Kovariante und Kontravariante Komponenten zusammen und dann haben Sie das, was Sie aus der Schule wissen, dass das Skalarprodukt A mal B immer A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3 ist, wobei das alles die Komponenten von dem Vektor A und dem Vektor B ist. Dann können alle Indizes unten stehen, dass das geht nur im Orthonormalsystem. Aber das haben wir hier ja gar nicht verwendet. Wir haben von vornherein geschrieben, erster Vektor unten i mal zweiter Vektor oben i. Und das geht ganz auf allgemein durch bis zum Endergebnis. Beantwortet das die Frage? Aber eine wichtige Frage. Jetzt muss Ihnen immer wieder bewusst sein, dass es da so drauf ankommt, dass man da Co- und Kontravariante Komponenten wohl zu unterscheiden hat. Also da gibt es doch eine Reihe weiterer. Eine andere gebe ich Ihnen als Übung auf. A Kreuz B Kreuz C Kreuz D. Muss man natürlich zuerst einmal draufschauen, geht das überhaupt? Das ist eine vektorielle Größe, das ebenso. Und wenn es eine vektorielle Vektorelle mit einer anderen Vektorelle ist, kommt wieder eine vektorielle Größe heraus. Das heißt, das Ganze hat einen Index. Und wenn Sie das berücksichtigen, dann fangen Sie an, das alles aufzuschreiben, entsprechend, wie wir das da hier gemacht haben, überschieben, schauen sich die Geschichte an und kommen letzten Endes auf ein Ergebnis. Und das können Sie sehr in der Formelsammlung dann nachsuchen, dort stehen solche Sachen. Nur zur Übung, nicht, dass ich das jetzt überprüfen werde. Sie können für sich das probieren, um zu schauen, ob es das also bereits jetzt sich verinnerlicht hat. Okay, na damit sind wir also mit dem Epsilon-Tensor und dem vektorellen Produkt fertig und können uns jetzt dem Kapitel 12 zuwenden.
Tensorfelder plus Zirkulation. Dieses Kapitel stellt in gewisser Weise die Verbindung her zum folgenden Sommersemester. Es kommt ein Einschnitt gewissermaßen, weil bisher hatten wir explizit oder nicht ausgedrückt immer nur uns an einen Punkt gesetzt. An dem Punkt gab es also ein gewisses Basisvektorsystem. In Bezug auf dieses System wurden dann mit den Komponenten entsprechende Vektoren festgelegt und mit denen haben wir zu rechnen gelernt. Und jetzt, und das ist natürlich für die Physik von ganz ausschlaggebender Bedeutung, gehen wir dazu über, dass wir Vektor oder auch Tensorfelder betrachten. Das heißt, insbesondere anschaulich ist das für die Vektorfelder, Vektoren, die noch ortsabhängig sind im Raum unserer Anschauung oder überhaupt, also in einem beliebigen Raum. Solche Vektoren bilden dann ein Vektorfeld, sodass also dann ein Vektor, so wie zum Beispiel, einfaches Beispiel, der Geschwindigkeitsvektor in einem Strömungsfeld, einer strömenden Flüssigkeit, dass so ein Vektor an verschiedenen Orten verschieden dargestellt ist. Also zum Beispiel, so ein Tensorfeld ist also das Geschwindigkeitsfeld in einer Fluidströmung. Das ist besonders anschaulich, deswegen stelle ich es hier an den Anfang. Also wenn man da zum Beispiel so durch eine gewisse sich verengende Röhre da eine Flüssigkeit durchschickt, dann wird es dann entsprechend da so Geschwindigkeitsvektoren geben und je weiter man in diese Röhre hineinkommt, desto schneller wird diese Strömung werden und Sie sehen schon, an jedem Punkt im Raum kann man den zugehörigen Geschwindigkeitsvektor V angeben. Das sind jeweils die Punkte, an denen das betrachtet wird. Der Vektor V ist eine Funktion des Ortsvektors R. Wenn wir also da zum Beispiel einen Ursprung definieren, dann gibt es also da zu den verschiedenen Punkten hin solche Ortsvektoren und der Vektor V ist dann jeweils eine Funktion des jeweiligen Ortsvektors R. Und der Ortsvektor ist also hier einfach nichts anderes als ein Vektor, der vom Ursprung zu dem Punkt hindeutet. Die Komponenten des Ortsvektors sind die Koordinaten des jeweiligen Punktes. Hier allerdings, das sehen Sie jetzt gleich, haben wir uns, damit wir das so machen können, zu beschränken auf kartesische Koordinaten. Denn nur dort ist es so, dass man solche Ortsvektoren und dann auch entsprechende zugehörige Koordinaten von Punkten eindeutig und einfach darstellen kann. Denken Sie sich zum Beispiel in dieser Ebene Polarkoordinaten, wo die erste Koordinate R und die zweite Koordinate Phi ist. Was ist denn dort dann der Ortsvektor? Mit R und Phi hat man nicht die Komponenten eines Ortsvektors. Dort sieht die Sache anders aus. Nun ist es aber eine sehr arge Einschränkung hier auf kartesische Koordinaten.
die also in weiterer Folge für die Physik nicht haltbar ist. Man braucht für eine Vielzahl von Anwendungen, wie einen Bissen Brot, andere Koordinaten. Man kommt oft gar nicht sinnvoll weiter mit kartesischen Koordinaten. Deswegen meine ich, dass das Kapitel jetzt schon so quasi eine Einleitung für Sommersemester ist, weil eines der wesentlichen Ziele, das wir jetzt verfolgen werden im Sommer, ist das, was hier jetzt für kartesische Koordinaten besprochen wird, auf allgemeine Koordinaten wie Kugelkoordinaten oder Zylinderkoordinaten oder Polarkoordinaten zu verallgemeinern. Eine ganz wichtige Verallgemeinerung, die oft in der Physik am Anfang so vor sich hergeschoben wird, weil das doch ein bisschen komplizierter ist. Aber Sie werden schon sehen, es ist nur ein bisschen komplizierter. Mit dem Background, das den Sie jetzt schon haben, wird das für Sie verhältnismäßig einfach sein. Also wir beschränken uns auf kartesische Koordinaten und wir machen jetzt eine wichtige Annahme. Wenn wir irgendwo so ein Basisvektorsystem haben, und bei kartesischen Koordinaten ist das dann ein orthonormales Basisvektorsystem, und da wird also ein Vektor so in Bezug auf dieses Basisvektorsystem durch seine Komponenten dargestellt, und Sie gehen jetzt zu einem anderen Punkt, dann verschieben Sie dieses Basisvektorsystem parallel in den anderen Punkt. Und jetzt haben Sie dort wieder einen Vektor und der wird wieder auf diese Basisvektoren bezogen. Also jeden Punkt im Raum ordnet man so ein orthonormiertes Basisvektorsystem zu und das wird parallel verschoben zu jedem Punkt, wo man halt gerade hingeht. Also in jedem dieser Punkte, die ich hier aufgezeichnet habe, für diese Geschwindigkeitsvektoren, haben Sie da immer das gleiche System von den drei Basisvektoren E1, E2, E3 und überall gleichermaßen, die sind alle senkrecht aufeinander da, die schieben Sie da überall hin und rechnen, haben Sie dann überall die Komponenten dieses Geschwindigkeitsvektors. Also wir beschränken uns auf kartesische Koordinaten und entsprechend auf orthonormierte Basisvektoren. Da sieht man schon, das ist eine sehr lästige und sehr starke Einschränkung. Von der müssen wir uns dann in weiterer Folge wieder befreien. Sonst haben wir ja gar nichts von unserer bisher gewonnenen Allgemeinheit, allgemeine Basisvektorsysteme zu verwenden. Wenn wir jetzt, wo es darauf ankommt, sozusagen, erst wieder uns auf kartesische beschränken müssen. Das ist, gestatten Sie mir das, eine didaktische Maßnahme, dass ich das jetzt mit Ihnen zunächst in kartesischen Koordinaten mache, um dann die Möglichkeit zu haben, dass im nächsten Semester in übersichtlicher Form umzusetzen, zu verallgemeinern für allgemeine Basisvektorsysteme, allgemeine Koordinatensysteme. Nun, wir betrachten Tensoren nullter Stufe hier in diesem Kapitel und Tensoren erster Stufe. Wenn wir von einem Tensorfeld nullter Stufe sprechen, ist das ein skalares Feld. Und Skalare haben wir immer als Lambda bezeichnet und das ist also eine Funktion des Ortsvektors. Das ist es, was man unter einem skalaren Feld bezeichnet. Wir werden aber oft gern dann auch schreiben, Lambda ist gleich Lambda abhängig von xi, wobei xi die kartesischen Koordinaten sind. Ich schreibe das dann noch einmal klar dazu. Beschränkung auf kartesische Koordinaten xi und auf orthonormierte Basisvektoren EI5.
Und wir werden in weiterer Folge, weil wir eben ortonomierte Basisvektoren haben, alle Indizes hinten schreiben. Weil Co- und Kontravariante für den Fall eines ortonomierten Basisvektors das gleiche sind. Also wozu soll man dann für diesen Fall eine Einschränkung machen? Also das ist eigentlich alles jetzt ein bisschen unbefriedigend. Aber wenn Sie dann sich das antun wollen, wie ich mich oft ausdrücke, das im Sommersemester fortzusetzen, dann werden Sie darauf kommen, dass sich das alles in einer systematischen, übersichtlichen Form verallgemeinern lässt, aber da ist eben noch ein bisschen was dazu notwendig. Und über das kann ich im Augenblick nicht näher sprechen. Also das ist ein ortsabhängiger Skalar. Ein solches skalares Feld. Nur so wie zum Beispiel, sagen wir mal, eben die Temperatur in diesem Raum wird an verschiedenen Punkten etwas unterschiedlich sein. Das ist ein skalares Feld, oder wenn Sie es noch messen, mehr in der Atmosphäre draußen, hier oder in 2000 Meter Höhe, haben Sie unterschiedliche Temperaturen. Jedem Raumpunkt kann man die zugehörige Temperatur zuordnen. Das ist ein skalares Feld. Ähnliches geht mit Druckfeldern und so weiter. Ich möchte noch den Begriff einer Niveaufläche erwähnen. Das gehört zum Bereich eines skalaren Feldes. Eine Niveaufläche in dem Raum, in dem dieser Skalar als Ortsfunktion definiert ist. Eine Niveaufläche ist eine Fläche, auf der der Skalar konstant ist. Also auf der sich der Skalar nicht ändert. Fläche, auf der Lambda konstant ist. Und also wenn man sich grob vorstellt, die Temperatur wird nach oben immer niedriger, aber auf Bodenniveau ist sie immer dieselbe, also sind die Niveauflächen lauter so waagrechte Ebenen, wo jeweils die Temperatur konstant ist, da ist sie noch höher, dann wird sie niedriger, dann wird sie wieder niedriger, immer konstant. Und diese Niveauflächen sind dann die Flächen, wo dieser betrachtete Skalar konstant ist. Ich glaube, das kann man sich schon vorstellen. Gut. Das nächste, was wir betrachten, ist ein Vektorfeld. Und bei dem Vektorfeld haben wir ein V-Feld, V wie Vektor, abhängig vom Ortsvektor oder aber auch V-Feld abhängig von den kartesischen Koordinaten x, y. Und das ist zum Beispiel die Geschwindigkeit in einer strömenden Flüssigkeit. Geschwindigkeit in einem Fluid. Damit habe ich das ja da oben anschaulich so einbegleitet. Aber auch zum Beispiel die elektrische Feldstärke in einem elektrischen Feld. Zum Beispiel, wenn Sie eine Punktladung haben, Q, dann werden diese Feldstärkevektoren, so je nachdem, ob die positiv oder negativ sind, so radial nach außen weisen. Und je weiter man wegkommt, desto kleiner wird die Feldstärke. Das sind alles die E-Vektoren. Jedem Punkt bis auf den wird ein E-Vektor zugeordnet. Je weiter man von der felderzeugenden Ladung entfernt ist, desto geringer wird der Betrag dieses E-Vektors. Da werden Sie dann lernen, das geht mit 1 durch R². Wenn R das
der Abstand von dieser Punktladung ist. Also so sehen Sie, das ist auch in anderen Bereichen ganz wichtige Beispiele für solche Felder gibt. Und nur das möchte ich jetzt einmal sagen. Aber die letzte halbe Stunde möchte ich jetzt noch dafür benutzen, einmal die wichtigsten Integrale über solche Vektorfelder und Skalarenfelder aufzuschreiben. Über diese Felder eben. Und da werde ich dann jeweils dazu sagen, wofür das in der Physik wichtig ist. Da betrachte ich einmal unter dem Punkt A das Wegintegral oder Kurvenintegral. Ich brauche das nicht näher zu erläutern, weil ich weiß, dass Sie das in der Vorlesung über physikalische Rechenmethoden schon genau kennengelernt haben. Trotzdem schreibe ich es auf. Das Integral über eine Kurve C über ein Vektorfeld V dr ist im Wesentlichen so definiert, dass man eine gewisse Kurve C betrachtet, von einem Anfangspunkt bis zu einem Endpunkt. Und in dem Bereich, wo diese Kurve verläuft, das ist die Kurve C, gibt es ein Vektorfeld, das vielleicht irgendwie so gerichtet ist, dass die Vektoren da irgendwie so angeordnet sind und da halt so durch diesen Bereichen durchtreten. V, Pfeil sind diese Vektoren abhängig vom Ort. Und dieses Integral VdR kriegt man jetzt so, dass man einmal zunächst diese Kurve in lauter Teile zerlegt und dann an jeder Stelle ein solches Delta R-Pfeil betrachtet und den zugehörigen an der Stelle befindlichen Vektor V. V-Pfeil skalar mit Delta R-Pfeil plus das nächste V-Pfeil mal das nächste Delta R-Pfeil und da drüben hat man dann wieder ein Delta R-Pfeil und das zugehörige V-Pfeil. Wir bilden also die Summe über die ganze Kurve C gerechnet. Über alle diese V-Pfeile an den entsprechenden Stellen skalar multipliziert mit den Wegelementen Delta R und da bieten wir dann noch den Limes für eine immer feiner werdende Einteilung. Das nennt man dieses Wegintegral. Einfache Anwendung. Wo kommt sowas vor in der Physik? Was rechnet man sich mit Hilfe eines solchen Wegintegrals aus? Ja. Richtig. Wenn also dieses Vektorfeld ein Kraftfeld ist und Sie bewegen sich durch dieses Kraftfeld durch, müssen Sie eine Art, also verrichtet dieses Kraftfeld an dem Körper, der sich dadurch bewegt, eine Arbeit. Und die Arbeit wird als Integral FdR ausgerechnet. Über die Kurve C FdR. Man muss das in lauter so kleine Teile zerlegen, weil ja im Allgemeinen diese V-Vektoren immer wieder andere sein werden und die Kurve ja auch gebogen ist, dass das also allgemein so stimmt. Muss man über eine solche Zerlegung in kleine Teile übergehen und damit es also genau wird, muss man dann noch ein Limes für immer bessere, feinere Einteilungen machen. Natürlich, der Mathematiker wird dann fragen,
wird der Limes überhaupt existieren? Das tut er auch nicht immer. Aber in vielen Fällen existiert er und dann ist dieser Limes das Wegintegral. Eine weitere wichtige Anwendung davon ist die sogenannte Zirkulation. Zirkulation einer Strömung. Nennt man manchmal Z. Und diese Zirkulation ist nichts anderes als, da verwenden wir jetzt wieder dieses Bild mit dem Strömungsfeld in einer Flüssigkeit, ein Integral über eine geschlossene Kurve C in diesem Fluidfeld V Phi dr Phi. Wenn Sie also längs einer geschlossenen Kurve so ein Kurvenintegral ausrechnen, dann kann es passieren, dass das Null ist, dass sich das alles gerade aufhebt, dann ist keine Zirkulation in dieser Flüssigkeit. Wenn aber ein Wirbel in der Flüssigkeit ist, also wenn Sie sich vorstellen, wir haben hier ein Strömungsfeld, das so aufschaut. Das sind alles die Strömungsgeschwindigkeitsvektoren. Und da innen gibt es die wieder. So ein kleiner Tornado von oben betrachtet. Ja? Und Sie wählen jetzt eine Kurve, die da so herumläuft und teilen die da in lauter so Teile ein, von irgendeinem Punkt wieder zurück. Das ist dann diese geschlossene Kurve C. Daher macht man so einen Ring, um anzudeuten, dass das eine geschlossene Kurve ist. Und Sie haben da überall diese Geschwindigkeitsvektoren und Sie haben da überall diese Delta-R-Vektoren von diesen Teilen da hier, dann sehen Sie, Delta R und V zeigen immer die gleiche Richtung. Wenn Sie da rundherum aufsummieren, kommt Ihnen nicht Null heraus. Das heißt, eine derartige Strömung wird eine Zirkulation haben. Dagegen eine Strömung, die nur so geradlinig verläuft und Sie machen da so was Geschlossenes, dann geht es einmal hin, dann geht es wieder zurück und es wird Null. Sowas hat dann keine Zirkulation. Die Zirkulation ist eine wichtige Größe, die es gestattet, die Wirbelhaftigkeit einer Strömung zu charakterisieren. Eine zweite wichtige Anwendung neben der Arbeit, Anwendung dieses Weg- oder Kurvenintegrals. Und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Es sei denn, Sie wollen noch was wissen dazu. Ich glaube aber, bei diesem Wegintegral, ebenso wie beim Flächen- und Volumensintegral, sage ich Ihnen auch nichts Neues. Und ich möchte Sie auch nicht langweilen. Sachen, die Sie Gott sei Dank schon kennen, kann ich sagen, fein, dass Sie schon kennen. Aber um gleich die Anwendung dazu zu sagen, für die Arbeit und für die Zirkulation, nicht die einzigen, aber zwei wichtige Anwendungen in der Physik. Und unter B schreibe ich jetzt das Oberflächenintegral auf. Und da betrachtet man jetzt nicht eine Kurve, sondern man betrachtet eine Fläche. Und die Motivation hier ist die, dass man sich überlegt, wieder einmal ausgehend von diesem Feld der Geschwindigkeitsvektoren in einem strömenden Fluid, wie viel Volumen dieses Fluids pro Zeiteinheit durch eine Querschnittsfläche durchdringt. Also wir betrachten da hier ein Feld von Strömungsgeschwindigkeitsvektoren. Und da drinnen betrachten wir eine Querschnittsfläche. Und die wollen wir jetzt in lauter so Teile zerlegen. Und betrachten lauter solche einzelnen Flächenelemente. Wenn man diese Geschwindigkeitsvektoren mit entsprechenden Flächenvektoren multipliziert,
da ist ein solcher Flächenvektor. Delta F Phi. Das ist ein Vektor, der steht senkrecht auf das jeweilige Flächenelement und seine Länge ist betragsmäßig gleich der Fläche dieses Flächenelementes. Wenn man jetzt diese Geschwindigkeitsvektoren V Phi, die da so durchgehen, mit diesem Delta F Phi multipliziert, dann kriegen Sie für jedes dieser Flächenelemente das entsprechende Volumen, das pro Zeiteinheit durch dieses Flächenelement durchtritt. Denn die Geschwindigkeit, wie jeder weiß, ist der Weg, der pro Zeiteinheit zurückgelegt wird. Und wenn ich jetzt diesen Weg mit der Fläche Delta F multipliziere, dann habe ich Fläche mal Weg, ist das Volumen dieses Prismas, das da pro Zeiteinheit durchtritt. Und wenn ich es über alles, über die ganze Fläche hier summiere, dann kriege ich das gesamte Flüssigkeitsvolumen, das da durchtritt. Und ich mache das vektoriell, V Phi skalar mit Delta F, denn wenn diese Fläche irgendwie schief da drinnen liegt, dann kommt ja nur mehr ein gewisser projizierter Anteil durch. Und das geht genau mit dem Cosinus, wenn man dann V-Pfeil mal Delta F-Pfeil hat, das V mal Delta F mal Cosinus des eingeschlossenen Winkels, trägt dem genau Rechnung. Also dieser Fluss ist also dann gleich, ich schreibe das jetzt so, Flächenintegral über diese gesamte Fläche A, V-Pfeil df. Und das ist also nichts anderes als eine Summe über die ganze Fläche A, V Phi skalar mit dem Delta F Phi, V Phi mal Delta F Phi und jetzt wieder ein Limes für immer feinere Einteilungen. Das nennt man das Oberflächenintegral des Vektorfeldes V über die Oberfläche A als Summe über V-Pfeil Delta F-Pfeil, wobei die Fläche A in lauter solche Teile Delta F zerlegt wird. Ich hoffe, dass das für Sie einigermaßen anschaulich ist. Das nennt man also auch den Fluss, während wir hier die Arbeit und hier die Zirkulation haben. Vektorfelder, Fluss und Zirkulation. Dass das natürlich in der Anwendung was sehr Wichtiges ist, braucht nicht näher erläutert zu werden. Wenn Sie eine Strömung durch ein Rohr zum Beispiel haben, dann wollen Sie natürlich wissen, wie viel Volumen dieser Flüssigkeit bringe ich jetzt pro Zeiteinheit durch das Rohr. Denken Sie, Sie wären eine Ölcompany und Sie haben also eine Pipeline. Es geht darum, dass man weiß, wie viel pro Zeiteinheit an Öl volumensmäßig bringe ich da durch. Und wenn es um die Masse geht, braucht man da nur noch mit der Dichte multiplizieren. Das ist also dann eine ganz ähnliche Geschichte. Also der Fluss ist das Flächenintegral des Vektorfeldes über eine Fläche A. Das nennt man also den Fluss dieses Vektorfeldes. Na, und letzten Endes, das schreibe ich da noch als C drunter, das braucht nur wenig Platz. Das Volumensintegral, das ist, meine ich, besonders einfach. Da geht es darum, dass man einen Skalar betrachtet, wie zum Beispiel die Massendichte als Ortsfunktion. Denken Sie an die Dichte der Luft hier in diesem Raum. An jedem Punkt hat die Luft eine gewisse Dichte. Und da herin wird sie überall die gleiche Dichte haben, aber wenn Sie in 10 Kilometer Höhe gehen, hat sie schon deutlich andere Dichte natürlich. Und wenn Sie jetzt über ein gewisses Volumen hinweg wissen wollen, wie groß die gesamte Masse ist,
müssen sie auch wieder so hergehen und dieses Volumen in lauter Teilvolumina in so Würfeln zerlegen, so dass jedes Würfel dann schon eine Dichte für sich hat gewissermaßen, und dann rechnen sie das Volumen dieses Würfels mal der dortigen Dichte plus das nächste Würfel mit der dortigen Dichte, und sie kriegen dann also als Gesamtmasse ein Masse, ein Volumensintegral über ein Volumen V. Und da kommt also da drinnen dann V vor, eine Dichte eine Dichte Rho, das ist die Dichte, mal Delta V, wo das die einzelnen Volumenselemente sind. Und das kann man dann natürlich aufschreiben als Limes über eine Summe über dieses ganze Volumen. Rho, ach, da muss ich jetzt dv schreiben. Und da mal Delta V. Das sind so die einzelnen Würfeln, in die man das Volumen V zerlegt und mit der jeweiligen dortigen Dichte multipliziert. Und im Limes mit immer feineren Einteilungen kommt man auf dieses Volumensintegral Rho dv, das also da hier halt konventionell so aufgeschrieben wird. Also damit hat man ein Volumensintegral eines Skalars über ein Volumen V. Ja? Naja, und Sie sehen also jetzt schon, man hat da also in der Physik oftmals mit derartigen Volumen, mit derartigen Integralen zu rechnen. Also, dimensionsmäßig. Eindimensional Kurvenintegral, zweidimensional Oberflächenintegral, dreidimensional Volumensintegral. Das bezieht sich jetzt irgendwie auf diese drei Dimensionen unserer Anschauung. Und daher ist es wichtig, dass man also derartige Integrale auch gut ausrechnen kann. Einfach ausrechnen kann. Und damit man die einfach ausrechnen kann, werden wir jetzt in einem Kapitel 13, und das ist Gott sei Dank ein sehr kurzes Integral, kurzes Kapitel, soweit sind wir schon, dass wir in Integrale Kapitel, wo man also diese Berechnung vereinfachen kann. Bitte. Darf ich Sie noch mal kurz unterbrechen und ein bisschen zurückgehen? Jetzt eine vielleicht eher physikalische Frage. Die Flussdichte, die ja auch öfter vorkommt, wäre jetzt in dem Fall einfach der Vektor V an der Stelle. Ja. Das ist einfach dann halt hier das Umgekehrte, wieder das, was ich vorhin. Wenn man eine Flussdichte über eine Fläche mit einem Flächenintegral integriert, kommt der Fluss heraus. Also wenn man über eine Geschwindigkeit integriert, kommt das über eine Geschwindigkeit integriert, kommt das Volumen pro Zeiteinheit heraus, das da durchtritt. Wenn Sie aber wissen wollen, zum Beispiel, welche Masse tritt da pro Zeiteinheit hindurch, dann werden Sie da überall Rho mal V. Rho mal V. Das Rho kann auch überall unterschiedlich sein. Dieses Rho mal V ist dann eine Flussdichte. Und das Flächenintegral über Rho V dF ist dann die Masse, die da durchtritt. Also dann der Massenfluss. Das ist dann der Massenfluss. Also Flussdichte ist ein Vektorfeld und Fluss ist der zugehörige Fluss, der sich durch Flächenintegral über die Flussdichte ergibt. Ja. Naja, also Sie sehen vielfältige Anwendungen in der Physik, und daher ist es wichtig, sich zu überlegen, wie kann man sich es vereinfachen, dass man derartige Integrale ausrechnet. Und da gibt es mehrere Integralsätze, insbesondere den Satz von Stokes und den Satz von Gauss.
Die werden wir im Sommersemester besprechen. Aber um diese Integralsätze formulieren zu können, braucht man die sogenannten Vektordifferentialoperatoren. Und die fassen wir im Kapitel 13 zusammen. Unter Vektoranalysis. Hier definieren wir sie uns nur, um sie dann im nächstfolgenden Kapitel 14, das ist dann im Sommersemester, anwenden zu können. Also hier kommt jetzt nur eine Definition, aber so, wie man sie eben in Indexschreibweise aufschreiben kann. Und das setzen wir einfach jetzt als Definitionen an den Anfang, als Voraussetzung für das kommende im Sommersemester. Wir definieren uns als erstes den Nabla-Operator. Dieser Nabla-Operator ist einfach definiert in der Form Nabla-Pfeil die Komponente ist d nach dxi. Denken Sie dran, leider weiterhin zu diesem Zeitpunkt müssen wir uns auf kartesische Koordinaten beschränken. Indizes immer unten. Besser geht es zunächst nicht, aber wir werden schon dazu kommen. Also einfach Ortsableitung der jeweiligen Größe. Auf was man das auch jeweils anwendet, entweder auf einen Vektor oder auf einen Skalar. Der Nabla-Operator ist einfach d nach dxi. Und mit Hilfe dieses Nabla-Operators können wir jetzt 3 nach den Gradienten, die Divergenz und die Rotation definieren. Gradient eines Skalars. Dieser Gradient eines Skalars, den definieren wir so, dass wir schreiben Gradient Lambda, die ith Komponente ist Nabla I angewendet auf Lambda. Ganz einfach. Oder wenn man das Nabla I von da einsetzt, d Lambda nach d xi. Und wenn man das also dann in Komponenten aufschreibt, heißt das d Lambda nach dx1, d Lambda nach dx2, d Lambda nach dx3. Allgemein d Lambda nach dxi ist die ite Komponente des Gradienten von Lambda. Sie werden natürlich an der Stelle sich denken, wozu mache ich das? Was bedeutet das? Das verschiebe ich in das nächste Kapitel, wo es dann um Integralsätze geht, denn mit Hilfe dieser Integralsätze werden diese einzelnen Größen, Gradient, jetzt kommt noch die Divergenz und die Rotation, anschaulich erklärt. Also das sage ich jetzt einmal gleich Ihnen, wie Sie hier sitzen. Auch wenn Sie sich vielleicht im Sommersemester nicht für den zweiten Teil dann interessieren, aber zumindest den einen Teil über die Integralsätze, das würde ich mir noch geben. Weil dann kommt also sozusagen dazu noch die geometrisch anschauliche Interpretation dieser einzelnen Größen, Gradient, Divergenz und Rotation. Also der Gradient ist ein Operator, den man auf einen Skalar anwendet und man erhält dadurch einen Vektor, also ein Vektorfeld. Das ist einfach Nabla I angewendet auf Lambda oder d nach dxi angewendet auf Lambda, ein Vektor, dessen Komponenten die 3 partiellen Ableitungen dieses Skalars nach den 3 Ortskoordinaten sind. Das nächste, was wir uns definieren,
ist die Divergenz eines Vektors oder Vektorfeldes. Wir reden immer, wenn wir von Vektor oder von Skalar reden, jetzt natürlich von entsprechenden Feldern, wo der Vektor ortsabhängig ist. Ja, und da kommt also dann heraus, die Definition ist Divergenz eines Vektors V-Feld. Da kommt jetzt ein Skalar heraus, da brauchen wir hier keinen Index. Und das wird aber wieder mit Hilfe des Nabla-Operators dargestellt. Das ist Nabla I, V, I. Alle Indizes unten. Also Nabla 1, V1 plus Nabla 2, V2 plus Nabla 3, V3 oder Nabla I, den auf dx I angewendet auf V, I. Oder das sind die Langformen übersetzt. dv1 nach dx1 plus dv2 nach dx2 plus dv3 nach dx3. Ich betone nochmals, dass alles gilt in dieser Form nur für orthonormierte Basisvektoren und für kartesische Koordinaten. Mehr haben wir im Augenblick nicht drauf, meine Damen und Herren. Es muss jetzt so sein. Ich entschuldige mich dafür, aber es geht nicht anders. Und als drittes und letztes kommt die Rotation eines Vektors oder Vektorfeldes. Rotation eines Vektorfeldes. Das schreiben wir als Rotation V-Feld und das ist wieder ein Vektor und hat daher eine Ite-Komponente. Und das ist jetzt definiert in der Form, das ist quasi ein vektorielles Produkt des Nabla-Operators mit dem Vektorfeld. Na, dieses vektorielle Produkt können wir ja schon aufschreiben mit Hilfe unseres Indexformalismus. Epsilon i je k Nabla g vk. So einfach. Oder, wenn man den Nabla-Vektor gleich richtig einsetzt, denn der ist ja da oben definiert, als d nach dxi oder da d nach dxj, so haben wir also hier epsilon i je k, Nabla j, d nach dxj angewendet auf vk. Naja, und das jetzt können wir auch hier noch so aufschreiben, dass es dem entspricht, was Sie davon schon kennen, nämlich indem wir es komponentenweise aufschreiben. Das ergibt also dann die erste Komponente, da ist i gleich 1. Und da kann man sich jetzt überlegen, was steht denn da alles in der Doppelsumme? Nur 1, 2, 3 und 1, 3, 2 ergibt etwas, was ungleich 0 ist. Für alle anderen, wo zwei Indizes gleich sein müssten, ist der Epsilon-Tensor ja 0. Und wenn wir das jetzt konkret einsetzen, bedenken Sie auch noch, wir hatten ja tragischerweise da oben vorausgesetzt, nur kartesische Koordinaten, orthonormierte Basisvektoren. In dem Fall ist der Metriktensor die Einheitsmatrix und die Determinante der Einheitsmatrix, das G, ist 1. Das heißt, in dem Fall degeneriert dieser Epsilon-Tensor nur auf lauter 1er und Minus 1er. Weil die Wurzel aus G
weil g gleich 1 ist, die positive Wurzel aus 1 ist wieder 1, ist einfach immer 1 für diesen konkreten Fall. Das heißt, Epsilon 1, 2, 3 wird plus 1 sein, Epsilon 1, 3, 2 wird minus 1 sein und sonst kommt da nichts vor, was ungleich 0 ist. Die erste Komponente ist also Epsilon 1, 2, 3 dv3 nach dx2 plus Epsilon 1, 3, 2 dv3 erste Komponente Epsilon 1, 2, 3 ist 1. Und dann haben wir J ist 2, K ist 3, dv3, aber noch dx2, stimmt schon. Und jetzt plus Epsilon 1, 3, 2, das ist aber minus 1. 1, 3, 2, J ist 3, K ist 2, dv2, noch dx3. Zweite Komponente. I gleich 2. Was haben wir da für Möglichkeiten? 2, 3, 1 oder 2, 1, 3. 2, 3, 1 ist wieder positiv, 2, 1, 3 ist negativ. Also Epsilon 2, 3, 1, J ist 3, K ist 1, dV 1 nach dx 3. Plus Epsilon 2, 1, 3, das ist aber minus 1, J ist 1, K ist 3, dV 3 nach dx 1. Und das dritte Komponente ist 3, Epsilon 3, 1, 2, Mi und plus Epsilon 3, 2, 1. Also Epsilon 3, 1, 2, ist wieder plus 1, J ist 1, K ist 2, dV2 noch dx1 und dann haben wir Epsilon 3, 2, 1, das ist minus 1, J ist 2, K ist 1, J ist 2, K ist 1, dV1 noch dx2. Und hier steht ganz konkret, der Vektor Rotation von V, alle drei Komponenten, alles in kartesischen Koordinaten aufgeschrieben. Und das wahrscheinlich haben Sie schon gesehen. Das kennen Sie. Wer kennt das nicht? Das kennen Sie. Nun haben Sie es bis jetzt nicht mit dem Epsilon-Tensor gesehen. Denn das ergibt sich eben jetzt, wenn man das dann auch nachher allgemein aufschreiben können möchte. Wir haben jetzt damit die drei wichtigen Vektordifferentialoperatoren, Gradient, Divergenz und Rotation, aufgeschrieben. Als erstes nach den Semesterferien werden wir einige Eigenschaften davon ausrechnen. Insbesondere, wie man zusammengesetzte Differentialoperatoren ausrechnen kann. Mit diesen einfachen Darstellungen in Indexschreibweise ist das genauso einfach, wie wir da oben dieses höhere Vektorprodukt ausgerechnet haben. Da haben wir also sehr viele Vorteile. Aber dann besonders wichtig im Anschluss daran, das ist dann das Kapitel 14, sprechen wir über Integralsätze. Da hier haben wir jetzt das Kapitel 13. Die Vektoranalysis im Kapitel 14 verwenden wir diese jetzt definierten Operatoren, über die wir noch nichts weiter gesagt haben, als wie sie definiert sind, um damit die einzelnen Integrale, Kurven, Flächen- und Volumensintegrale ausrechnen zu können. Ich wünsche Ihnen erholsame Semesterferien und freue mich darauf, Sie am 1. März wiederzusehen. Danke.